Zu einem Großeinsatz der Nürtinger Feuerwehr kam es in der Nacht zum Samstag. Kurz vor 2 Uhr ging ein Brandalarm aus dem Transformatorengebäude an der Eichendorfstraße ein. Die Feuerwehr rückte mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen und 6 Kräften vor Ort. Mit Atemschutzmasken suchten die Feuerwehrkräfte den Brandort und fanden einen kleinen Schwelbrand. Schnell war die Flamme gelöscht, das Gebäude war jedoch voller Rauch. Wie die Polizei mitteilte, wird ein technischer Defekt als Ursache für den Brand vermutet. Über Stromausfälle lagen bisher keine Meldungen vor. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit Gebläsen.